Herzlich willkommen, Call of Cthulhu. Wir sind jetzt bei einem Besuch der alten Stadt. Das heißt, wir fahren nach Innsmouth und hören, dass wir müssen da irgendwas machen. So ein Lebensmittel-Dingens, Geschäfte. War da nicht was? Da war was. Oh, ich hab's natürlich wieder vergessen. Ihr kennt mich ja inzwischen so ein bisschen. Und das habe ich gleich gesehen. Die machen wir gleich mal erst auf zwei, weil sonst. Wird das hier nichts. So. Wenn das jetzt zu leise ist, dann könnt ihr mir das auch sagen, dann kann man es irgendwann korrigieren. Der speichert das jetzt. Sehr gut. Und zurück zu... Nein! Zum Spiel. So. Innsmouth, 7. Februar 1922. Ha, wie ich mich schon so auf Innsmouth gefreut. Wieder ist der hässlich. How far did he stop? Almost there. I'll drop you at the town square in Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. You don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefer it that way. Not many come to Innsmouth. Okay. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Yo. Gut, das alles zu wissen. Der Spiegel sieht auch fett aus. Allgemein ist der Bus so ein bisschen ranzig und sein Rücken ist auch nicht so geil. Wo ist der Kopf? Whatever, ich habe auch das Gefühl, er spricht ein bisschen. Hört ihr es? So ein bisschen tot, spastik. Halt, ja, ein Behinderter. Hast du eine Fresse? Der Rückspiegel, ja genau, der ist wirklich so kaputt. Wie, ja. Braucht ja niemand. Ja. Wieso jetzt? Na ja, besser. Kann man eine Maus. Salalalala. Wie siehst denn du aus eigentlich? Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. Ja, da bin ich hin. I don't know nothing about that. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Und oh! Chit-chat to him is gonna get me no place fast. Was ist das hier eigentlich? Hier ist ein Speicherpunkt, dann speichern wir doch mal hier drüber. Jo, da will ich speichern, ja! Jo, also, wir müssen ja irgendwie auch einen Speicherpunkt finden, um aufzuhören, aber ich versuche das jetzt irgendwie so viertelstundenmäßig zu halten. Wir wissen ja jetzt, wo einer ist. It won't open. Aber geht die. Okay. Da ist nichts dahinter. Wer bist du? Evening. Hi. The name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Irgendwie, so wie er das sagt, habe ich Angst vor ihm. Und er hat so hässliche Talking to this fellow's getting me nowhere. Narben am Hals. And he's more than a touch creepy. If ja. I need a room and I'm desperate, then I'll come Wenn back. Wenn er hat Narben am Hals, ja gut, hier ist dann wahrscheinlich auch alles zu, dann kann man... Ich habe das Gefühl, das hätte mich verletzen müssen. Nein, mir geht's super. Okay. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt was. Aber es kann sein, dass das auf Windows 7 vielleicht, dass man sich da gar nicht verletzen kann. Wer bist du? I'm looking for Brian Burnham. Oh, ist so hässlich. Can't help you. What the fuck? Was hast du für eine Stimme? Hast du auch so einen Narben am Hals? Hm? Du siehst noch halbwegs normal aus. Lass mich mit dir reden, du Fotze! Do you know the Burnham lad? He worked I can't be seen talking to you. Around, but he wanted. What? Can't be seen talking to you, huh? Okay. Der hat auch so Narben. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Can't rightly say I know him. Digga! Deine Stimme. Oh, du bist auch hässlich. Und hast auch Narben. Excuse me, Constable. Jack Walters. Ropes. Elliot Ropes. What you want? Okay. Could you help out a stranger to this fine port? Are you being funny? Yeah. No.
Not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Schloch. Danke. Okay, was haben wir? Oh. That fellow was just stringing me along with a lot of nothing about nothing. Esoteric Order of Dagon. Seems this grandiose structure is the Esoteric Order of Dagon. Okay. Oh, First National Gothry Store. Und da ist zu. Ist ja hässlich. Ist hier noch ein Eingang? Nope. Dann dürfen wir uns wahrscheinlich... Warte mal, Uhrzeit. Ja, voll viel Zeit. Dann dürfen wir uns wahrscheinlich hier durchbequemen. Was bist denn du? It won't budge. Ja, it won't budge, das sehe ich. Ups. Ich glaube, man sollte uns jetzt nicht sehen, weil da ist eine Absperrung. Do not cross. Dann machen wir das auch mal nicht, oder? That's what I'd say. This town's deserted. Where is everybody? Just leave me be, stranger. Da spricht schon auch wieder ein bisschen. Aber das ist noch normal irgendwie. Move along, outsider. Stop! You can't come down here. Okay, also das passiert, wenn man da. The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. Hier ist ein Versteck. It won't budge. Ein Speicherpunkt fährt. Dann das komische Licht und die Tür, die aufgeht. The door is bolted shut. Oh, warte, geht das? Wo ist sie denn verriegelt? Oh, da. The door is bolted shut. The door is bolted shut. Wie fett. The door is bolted shut. Das geht! Ja, aber ich sollte es nicht mit Buggen machen, denke ich. Nothing of interest. Ich mach mal, denke ich, also ich vermute, dass das jetzt nicht der Weg ist, den man einschlagen soll. Aber das speichern wir ab. Oida, wie fett! Wie fett! Es geht! Wie geil ist das denn, Digga? Oh, aber nicht buggen. Also nicht jetzt buggen. Nicht wenn... Okay. It's unlocked. These shelves look light enough to push. Das ist dein Hinweis. Dann schieben wir das mal davor. Gut. Assorted paperwork, but nothing of any real interest. Gut. A typewriter, invoices and receipts. There's a bottle of bootleg rum and the drawer is empty. Oh fuck. It looks like I need some sort of lifting. Wir haben was, wir haben was. Okay, bitches, dann gehen wir mal runter. Sieht's, wenn ich so. Das sieht auch aus, als hätten wir uns verletzen müssen. Außer es ist eine Filmsequenz, dann vielleicht nicht. Schauen wir mal, ob wir verletzt sind. Hallo. Okay. Ja, ich meine, hier ist ein Verbandskasten. Wir haben vorhin einen aufgenommen und uns geht's perfekt. Ein wenig Spanisch vor. Naja, whatever. Wir sind hier uns gefangen. Oder was bist du? Was haben wir da aufgenommen? Das ist mein Tagebuch. Und was ist in meinem Tagebuch drin? Sammlung allgemeiner Mythen. Ja, genau, das haben wir schon gelesen.
It looks like. Irgendwann ein Indiz. Das Tagebuch von Brian Burnham. Nun, nicht Ich hab's nicht genau gelesen. Boston Globe. Das juckt mich jetzt alles nicht wirklich. Haben wir noch was, was mich nicht wirklich juckt? Arkham Advertiser. Der Vermisste da. Genau. Das ist doch nur kurz, aber wie auch immer. Ja, whatever. Da ist ja kaputt. Okay, dann müssen wir da raus, aber wie? Vielleicht ist da oben irgendwie so ein Hammer-ähnliches. Oder so. Dann machen wir es halt auf die Weise. The cellar's filled with human remains. Das ist ein bisschen widerlich. Da stimme ich Jackie Becky zu. La la la. Oh, da ist das Fenster. Ach, dann sind wir jetzt so da, wo wir uns rumgebackt haben, oder? Nothing of interest here. Digga, ich will wissen, old was das ist. Photos of Innsmouth. Most of them have faded beyond recognition. Okay. Oh, was bist du denn? Munition ohne Waffe fährt. Nothing of interest. Ah, bist du? Das ist, glaube ich, die, wo wir uns wirklich dann durchgebackt haben. Oder bist du? Ja. Holy shit! Ich bin tatsächlich zusammengezuckt. Die ist hart hässlich. Da nicht runterfallen. Ah, from the stench in here. This noose broad must have kicked it a few months back. Schön. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Wir konnten es durchbuggen. Wie toll ist das denn? Can't see anything. Nope. Nothing important here. Ja. So, dann gehen wir mal. Oh. Hello, Jack. Who the fuck are you? Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to startle. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. Yeah. New name spread fast. Du hast mich hier, ich hab dich what vorgesehen. Are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Mm-hmm. Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackie? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay, maybe I'll catch you later. That's the first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business long enough to know he's hiding something. Okay, dezenter Hinweis. Trau ihm nicht! Gut, mach ich nicht. Kein Ding. Na, alles in Ordnung. Zurück. So, wir haben gespeichert und wir haben noch wie lange Zeit? 42 Minuten. Nein, halt. Hä? Etwa 3. 3 bis 4. Sowas immer. I won't tell him anything. What the fuck? Da oben war's. Und was war das bitte gerade für ein Gespräch, Jungs? Dude. How are you doing? Fog's thin for life. Damn enough to put out a fellow's smokes. Definitely erst eingeschüchtert. Und zwar wie Sau. Was haben wir hier? It's locked. It must lead to the back of the variety store. Ja, aber nicht so. Okay, haben wir irgendwas? Irgendwie einen Schlüssel oder so? Nope, not really.
Eine Flasche schwarz gebrannter Rumpfett. Ja, dann. Ja, ihr seid hässlich. Ich kenne euch. Tschüss. Dann vielleicht kann man hier noch irgendwo hinschauen. Vielleicht ist hier noch was. Nope. Ansonsten würde ich mir überlegen, dass man mal in das Hotel einchecken kann. Oh, was ist denn hier? Hallo? Du siehst ja aus wie eine Frau, ist ein bisschen hässlich, aber... Oh, nein! Kann ich mit dir reden? Evening. Ja, kann ich. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, Miss... Miss will do for now. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Thanks, I think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight. This port does not cater well to visitors. While I appreciate your concern, miss, I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. It won't budge. This doll seems more open than some folks around these parts, but she isn't going to talk to me right now. Oh, that's one of my Mackie. Servus. Hello, Mackie. Jack! Swell to see you again. Any leads on the Burnham case? Not really. Nope. Did you know the lad at all? Just pleasantries. Seemed a nice enough fella. If a little rough around the edges. Strange business, though. I'd never have fingered him as a crook. The First National was a well-run store. A rare thing here in Innsmouth. Okay, Mackie. Thanks. Goodbye, Jack. Be careful what you're doing. Very careful. Innsmouth's a dangerous place. Not everyone who visits here ends up leaving by the old bus route. This Mackie character knows plenty, but I don't think grilling him for scraps of information is going to crack this case. Yeah, Hello again. Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that, right? There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. Okay, sie haben alle Angst vor irgendwas. She's too frightened to talk to me. But this lady knows something. Wir wissen alle was. Nur ich nicht. Na. Das ist meine Überlegung. Was machen wir? Wir haben ein bisschen Info. Aber jetzt ist dann auch wieder, ja, es ist Zeit, eigentlich einen Schnitt zu machen. Das heißt, ich latsche jetzt da rein und mache da mal einen kleinen Cut. Würde ich sagen. Dann fragen wir mal im Hotel nach, ob man da vielleicht pennen kann. Mehr möglich. Der heulende Typ ist auch wieder weg. Ja, hallo Busfahrer, du bist hässlich, immer noch. Okay, dann speichern wir hier. Ja, ich möchte überschreiben. Danke. Okay, und dann machen wir hier jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Jungs.